nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verserie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend bei timetodo.ch. Heute am Montag ganz besondere Gäste, dass wir in die Sommerzeit richtig toll starten. Warm ist es auch dort, wo Sie herkommen, und zwar aus Südamerika. Bei mir heute zu Gast freue ich mich besonders Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz und als Übersetzerin Susanne Züger. Herzlich willkommen. Es ist ein großes Pleasure. Es ist ein großes Pleasure für alle von uns, hier zu sein. In Zürich is a dream comes true. Thank you. Es ist uns wirklich eine große Ehre, dass wir beide hier sein können. Es ist so, wie ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Das freut mich natürlich ganz besonders. Yes, I'm very happy to hear that. Und für unsere Zuschauer müssen wir erst einmal erklären. And for our visitors, the audience, we have to explain. Was ist ein toltekischer Schamane? What a Toltec shaman is. Well, first of all, the word Toltec means artist. Okay, and also zuerst einmal das Wort Tolteke, das bedeutet Künstler. And every single human who lives in this planet Earth is an artist. Und jeder Mensch, jedes menschliche Wesen, das auf diesem Planeten lebt, ist ein Künstler. Then in the old tradition in America and maybe in many places of the planet Earth. Weil in vielen Gebieten in Mexiko und auch auf der Erde humans with certain authority used to be called shamans. Gibt es Menschen, die bestimmte Fähigkeiten hatten, die man als Schamanen bezeichnete? Of course, I'm talking about centuries and centuries ago. Natürlich spreche ich jetzt vor eine Zeit vor Jahrhunderten, Jahrhunderte zurück. In the present time, it's just a tradition. Im Moment, das in der Gegenwart, ist das einfach eine Tradition. That it doesn't mean what used to be a long time ago. Das bedeutet nicht, dass das nichts war, das ist, was früher einmal war. And as artist, as an artist, which is, of course, Toltec, is a new way of life that is not that new. Denn der Künstler, das ist das Wort Toltec, der Künstler, das bedeutet eine neue Lebensweise. Because all of us, we are always creating. Weil alle von uns, wir haben immer kreiert, wir haben immer Dinge erschaffen. Every single human is creating all the time and they are artists, even if they are not aware of it. Weil jedes menschliche Wesen kreiert andauernd und ist immer ein Künstler. And even without awareness, they create a masterpiece of art, which is the story of our own life. Und auch mit diesem Bewusstsein kreieren sie ein Meisterwerk, wie ein Kunstwerk. Das ist die Geschichte ihres Lebens. We create our own reality, which only exists in our mind. Wir kreieren unsere eigene Realität, die in unseren Gedanken existiert. And it's only true for us, but for nobody else. Und das ist nur für uns selber wahr und für niemand anders. Because everybody else, they also create a masterpiece of art in their own mind. Weil alle anderen, die kreieren auch so ein Meisterwerk in ihrem Denken. And they create a story by using what they believe is true. Und sie kreieren eine Geschichte von dem, dass sie glauben, dass sie wahr ist. The same way that we create our own story with what we believe is true. So wie wir eben unsere Geschichte kreieren von dem, was wir denken, dass es wahr ist.
That's why we always believe that we are right and everybody else is wrong. Das ist auch der Grund, weshalb wir denken, wir haben recht und alle anderen liegen falsch. Then to be an artist with awareness. Weil ein Künstler zu sein mit einem Bewusstsein is really to change our point of view. Bedeutet, dass man wie die Einstellung ändert. And focus our attention in what is beauty. Und die Aufmerksamkeit auf das richtet, was Schönheit ist. In that way we perceive everything as beautiful. Und so empfinden wir alles dann als schön. And we are in that way we become very good people. Und so werden wir zu sehr glücklichen Menschen. Then what I offer in all those lectures, weil was ich anbiete in all meinen Vorträgen, is really psychology. Das ist Psychologie. That we can see how can we improve our life, so dass wir sehen können, wie wir unser Leben verbessern können, by changing what we believe is our story. Indem wir die Geschichte ändern, von der wir glauben, dass sie unsere wirkliche Geschichte ist. And instead of being a victim of our life, und anstatt ein Opfer unseres Lebens zu sein, we become like the hero who can change anything that life brings to us. Wir werden dann wie zum Helden und können alles ändern. Then you can see that all my books are really psychology books. Und Sie werden sehen, das sind alles Psychologiebücher. Jetzt sind wir ja in unserer Welt ein bisschen anders gestrickt. Es wird uns ja immer sehr viel über Realität erzählt. Okay, now in today's world we are a bit different. And people always tell us a lot about reality, what reality is. Wir leben sehr im Außen, das heißt, wir orientieren uns nicht nach unserem inneren Empfinden, sondern immer nach den Äußerlichkeiten. We seek orientation in the outside. We do not strive to listen to what is inside of us, but we pay a lot of attention to little things outside. Es wäre doch für uns ganz interessant, diesen Weg, den du in deinen Vorträgen uns vorgibst, den näher für die Menschen zu definieren. I think it would be very interesting to define this way that you show in your books more clearly for the people, so that they can follow it. Okay, first of all, when we was born, society already exists. Als wir geboren wurden, ist die Gesellschaft hat zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden, existierte sie schon, ja. With all the rules, all the laws and all those injustice and problems. Alle Regeln, alle Gesetze, alle Ungerechtigkeit, alle Probleme haben damals schon existiert. That personally we didn't create it. Personally, we didn't create it. Wir persönlich, wir haben das also nicht geschaffen. Because that already exists. Weil das bereits existierte. Because society agree in all those rules in life. Weil die Gesellschaft sich mit all diesen Regeln, Lebensregeln einverstanden erklärt hat. And they teach us to be part of that society. Und sie wollten einfach Teil dieser Gesellschaft sein. Then what I share in my books is a way that we can change first in ourselves and then with whoever is around us that story. Weil was ich in meinen Büchern zu zeigen versuche, ist, dass wir zuerst in uns selber diese Geschichte verändern können. Und dann auch alles, das mit den Menschen um uns zu tun hat. And I know that is difficult, but it's difficult because we practice exactly the opposite, which means that society teach us.
Und ich weiß, das ist schwierig, weil wir eben genau das Gegenteil eingeübt haben. Das, was die Gesellschaft uns beigebracht hat. And that becomes habits, and a habit is so difficult to break. Und das sind Gewohnheiten geworden. Und solche Gewohnheiten lassen sich schwer abgewöhnen. Then the four little agreements is just an introduction of a way of life of an artist. Also die vier Versprechen, das ist wie eine Einführung, eine Einleitung in das Leben eines Künstlers. That when we no longer want to live our life as a victim, we can start changing and start living our life as an artist. Wenn wir unser Leben nicht länger als Opfer leben möchten, dann können wir beginnen, das zu verändern, und wir können das Leben eines Künstlers wählen. And we can change how, just like magic, our life starts changing. Und wir können das so wie magisch verändern, und wir können schauen, wie sich das alles dann ändert. Because life is very simple, we complicate everything. Weil das Leben ist sehr einfach, nur wir gestalten alles immer kompliziert. Then when we have that awareness, we can change our own life. Wenn wir dieses Bewusstsein einmal haben, dann können wir unser Leben verändern. Because only we can change our life and nobody else can do that. Weil nur wir selber können unser Leben verändern. Niemand anders kann das für uns tun. Because we created, we are responsible for every decision we make. Weil wir haben das geschaffen und wir sind verantwortlich für jede Entscheidung, die wir einmal getroffen haben. Then let's make our life simple and easy. Let's be happy. So können wir unser Leben leicht machen, einfach gestalten und glücklich sein. Jetzt hören die Zuschauer immer das Wort Künstler. In unseren Breiten bedeutet ja Künstler zum Beispiel jemand, der so wunderbare Bilder erschafft oder jemand, der Skulpturen herstellt oder vieles andere tut, was in der Richtung Kunst definiert ist. Ich denke, er meint eher, dass den Lebenskünstler, den Künstler für sein eigenes Leben zu sein. Okay, now the audience watching this program now, they keep hearing the word artist, artist, artist. Mm-hmm. And we have an idea of an artist like a painter who creates such a beautiful painting, or somebody who creates a sculpture, mm-hmm. for example. Mm-hmm. But what you mean is maybe more something along the line of an artist for life. An artist who knows how to lead his life. Well, it's just being artist. You know, everything exists in our mind, in our imagination. We can imagine billions of ideas. If we take action, all those ideas will be manifest, and we create architecture, music, dancing, lecturing, teaching, learning, playing tennis, playing music. Any activity is an activity of an artist. And like I say before, oh, sorry. No worries. Es ist wirklich, alles ist ein Künstler, alles. In unseren Vorstellungen kreieren wir die ganze Zeit, egal was es ist. Wenn wir anschauen, zum Beispiel Architektur oder auch ein Sport oder irgendetwas, wir erschaffen das, und indem wir handeln, wird das manifest, wird das ein Teil der Wirklichkeit, wir setzen es dann um. Es ist alles ein Künstler. Then it's in our nature to always create. Since we wake up in the morning, whatever we do, we are creating. Since the morning we go to bed, we create all the time. Because then even if we are not aware, we are artists. Because that's what we are, artists. And that's what the Toltec means. Artists, we all are Toltecs. It doesn't matter where we was born, what language we speak, what kind of life we have, we are always creating. Ja, weil das ist
das Toltec-Wort, also wir sind eigentlich alles Tolteken, wir sind alle Künstler. Wir kreieren die ganze Zeit. Am Morgen, wenn wir aufwachen, kreieren wir schon. Abends wieder, das geht immer so weiter. Und deshalb finde ich eben, sind wir alle Künstler. Then when we find out that our life is a masterpiece of art that we create, with that awareness, we can change our life if we don't like the way we live our life. But if we like the way we live our life, then there's no need to change. Also wenn wir uns dem einmal bewusst werden, dass wir kreieren, dass wir unser eigenes Leben durch unsere Kreation, durch unser Denken erschaffen. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir dann auch ganz bewusst, wenn wir mit unserem Lebensstil zum Beispiel nicht einverstanden sind, können wir den verändern. Jetzt will man uns ja immer zurückhalten. Das bedeutet, in einer Gesellschaft haben Personen Regeln gemacht, die wir Behörden, Verwaltung oder Regierung nennen. Mhm. Und die Menschen haben es natürlich sehr schwer, ihren eigenen Weg zu gehen. Man sieht ja in den Konflikten, wie jetzt zum Beispiel in der Türkei, man hat den arabischen Frühling gesehen, all diese Dinge, oder gehen wir noch weiter zurück, die 68er Jahre in Deutschland, wo die Menschen einfach verändern wollten und dass das immer zu sehr starken Konflikten geführt hat. Was ist sein Weg denn, wie wir in dieser sehr statischen Gesellschaft das verändern können? Now, we live in a time where there are many regulations, rules and regulations. We can call these rules laws or governments that teach us people here how we have to live, what is allowed to do. And we see it at the moment, for example, the situation down in Turkey, the conflicts there, or even if we go further back to the to 1968, you know, in Germany, people found it difficult to deal with these conflicts. Now, what is your way of changing the situation? How would you go about it? Okay, first, we need to be aware that when we was born, society already exists. We didn't make it happen that way. Also zuerst müssen wir uns einmal bewusst sein, dass als wir geboren wurden, dass die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt bereits existierte. Wir haben das, den Zustand damals nicht erschaffen. And this is nothing new. It's been like this for the last 4,000 or 5,000 years. Das ist so, in den letzten 4,000 or 5,000 Jahren hat sich das jetzt so hingezogen. But we humans, we are evolving. Aber wir Menschen, wir entwickeln uns. We are going into the right direction. Wir gehen in die richtige Richtung. I have a lot of faith in humanity. Und ich habe großen Glauben in die Menschheit. Just imagine that tomorrow you wake up 1,000 years in the past. Stell dir vor, dass du morgen aufwachen wirst und es wären 1,000 Jahre zurück in der Vergangenheit. Knowing everything that you know right now. Und du wüsstest alles, was du jetzt weißt. But you see how everybody lives at that time. Aber du könntest sehen, wie alle zu jener Zeit lebten. You see all the superstition and fanatism that they have. Du siehst zum Beispiel auch die ganze Fanatismus, den die Menschen haben. You see all those mistakes or all the abuse that exists at that time. Und du siehst zum Beispiel Missbräuche und alles, was zu dieser Zeit so herrschte. And for sure, knowing what you know right now, you will try to do something for all of them. Sorry, can you say that again? And for sure, knowing everything that he knows right now, he will try to do something for all of them. Ah, okay. Und natürlich ist es sicher so, dass wenn du all das wüsstest, was du jetzt weißt, würdest du versuchen, etwas zu machen, das allen zugute käme. But how long you think that Inquisition will take you and make you confess that you make a deal with the devil? Sorry, can I say that? That how long will it take until the Inquisition get him
and make him confess that he make a deal with the devil. Aha, okay. Also, wie lange würde es gehen, bis die Inquisition das feststellen würde und dann vielleicht dich auch wieder zurückhalten würde oder vielleicht irgendwie die was aufdrängen würde? Mich beteufeln und dann verbrennen wahrscheinlich. Oder zum Beispiel ein Deal machen würde, dass du es nicht tust oder so. And burn you alive. Ja, genau, sagt er jetzt schon. Und dich ihr Leben verbrennen würde. Then you can see that we really advance a lot. Also man kann sehen, dass wir schon sehr, sehr weit gekommen sind. And we are going into the right direction. Und zwar in die richtige Richtung. Jetzt sind ja immer diese Konflikte. Und da möchte ich vielleicht mal den José fragen. Diese Konflikte, die wir haben, sind ja immer aus zwei Positionen. Einmal, die Herrschenden halten an ihren Positionen fest und andere wollen verändern. Wie hat er das denn erlebt? Er ist ja der Sohn, er ist ja da hineingewachsen in die ganze Zeit. Diese Veränderungen, wie sieht er das? Er ist ja vom Altersunterschied ein bisschen mehr in die jüngere Generation. Ja. Wie sieht er das heute? Now, when talking about conflicts, there are always these two parties. There are the rulers on the one side, people who want to rule and want to govern. And then there are other people who want to change, who want to bring changes about. And you, because you're the son, you are a different generation. How do you feel about this whole situation to do with conflicts, etc.? Well, it's just choices. In this world, since a long time ago, you pick two languages, the language of negativity and the language of positivity. And when you do are aware of the language of positivity, if you do negativity, you're uncomfortable. Ja, es ist einfach eine Frage der Wahl. Man kann die Sprache der Negativität wählen oder die Sprache des Positiven. Und wenn man die Negativität wählt, dann fühlt man sich halt nicht wohl dabei. And when you act with positivity, you feel good. Und wenn man sich für das Positive entscheidet, dann fühlt man sich gut dabei. So all you can do is just have a clear conscience and do your best. Und alles, was man tun kann, ist, dass man ein gutes Bewusstsein hat und einfach sein Bestes gibt. And I love the name of Yeshua, it's time to do. Und es ist Zeit daran, dass etwas getan werden muss. Because that's the whole message of the Toltec. Weil das ist die, pardon, die that's the whole message of the Toltec. Ah, weil das ist die ganze Botschaft der Tolteken. When you feel something in life and you feel like you have a gift, you speak your voice and others will follow. They have the same feeling, but we all are talking from integrity. Ja, das ist, wenn man etwas spürt, wenn man etwas wahrnimmt, dass das die Wahrheit ist, dann muss man etwas tun, dann muss man das umsetzen und andere werden einem nachfolgen, weil sie haben die gleiche Wahrheit, sie spüren das dann auch. So when you feel like the negativity, the greed, the envy, no matter what you do, no matter how much power, you're not going to be happy. And it's better to have a clear consciousness. And this is what we all talk about. We're rebuilding culture. And not only the Toltec, but humanity's culture. And this is one beautiful way of generation because we're all feeling like this, you know, from many countries, from Mexico, Turkey, everybody, we're having a voice. And this is why others follow. And you know, this world is changing. And thank you for technology that our voice can go all the way fast. And we can be aware of lies, manipulations, and we can see the truth. Ja, okay, und das ist dank der Technologie, hat er gesagt. Wir haben da unsere Stimme, wir können das verbreiten. Dank der Technologie geht es natürlich schneller, geht das weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig. And being from a young generation, you know, I learned not what my elders said to me, I learned what they did. Und in meiner Generation, da lerne ich von meinen Vorfahren eigentlich nicht das, was sie mir sagten, sondern das, was sie taten, ihre Taten. So when you have awareness, it becomes a social responsibility. Also wir haben das Bewusstsein und das wird dann auch zu einer sozialen Verpflichtung. So this is the question we ask, you know, everywhere we go. What kind of messenger are you? Das ist die Frage, die wir überall stellen. Was für ein Botschafter bist du? What is the message you give to yourself and to the people you say you love? Was ist die Nachricht, die du dir selber überbringst und an den Menschen, die du liebst? That's why we say we are artists, because let's say we are in our mind thinking. Das ist der Grund, weshalb wir sagen, dass wir Künstler sind. Wir sind in unseren Gedanken und wir denken. That's where our studio and our tools are. Und dann setzen wir das um. Das sind dann so wie die Werkzeuge. And when we speak,
is the pencil painting in the canvas of life. Und wenn wir sprechen, das ist so wie wenn wir dann ein Bild bemalen würden. So we make everything so complicated sometimes with our own dramas and pain. Wir machen manchmal alles so kompliziert mit den Dramen, die wir haben oder unseren Schmerzen. Because of a long time, we know the humanity is addicted to suffering. Weil die Menschheit schon seit langer Zeit einfach immer im Leiden verstrickt ist. But the moment that we are aware and we say we're not a victim anymore. Aber in dem Moment, wo wir uns dem bewusst werden, sind wir nicht länger ein Opfer. We find respect for ourselves. Dann finden wir Achtung für uns selber. And that makes us with the first agreement to be impeccable with our word. Und das ist dann die Überlappung mit dem ersten Versprechen, dass man mit Bedacht die Worte wählen soll. And that's how we can conduct our life. Und so können wir unser Leben führen. And it's so beautiful, you know, this message has been accepted in 37 different languages. Und es ist so wunderschön, weil diese Botschaft, die wurde in 37 verschiedene Sprachen übersetzt. Because it's not about religions, it's, you know, because they have different, you know, types of views, but they all were accepted because it's about integrity. Und das ist schön, weil ich glaube, es ging da vor allem auch um die Integrität. And this is what happened when I first read the four agreements for the first time. Und das ist also das Gleiche, was geschah, als ich die vier Versprechen zum ersten Mal las. It's the first book that I finished from complete to end. Das war das erste Buch, das ich von Anfang bis Ende zu Ende gelesen habe. And then I looked to my father and said, I know this information. Und dann habe ich meinen Vater angeschaut und habe gesagt, ich kenne diese Informationen. And he said, of course you know it, because it's integrity talking to integrity. Und dann sagte er, natürlich kennst du das, weil es ist die Integrität, die zu deiner Integrität spricht. So this work is a language of positivity being translated the best way that we can share it. And to share it is just to be authentic selves. Und das ist die Sprache des Positiven, die uns verbindet. Und das zu übersetzen, das, ja, das ist dann eigentlich das Schöne dran. Because many people, you know, give what they don't have. That's why the world is like this. Das ist schade, die Welt, die manchmal so ist, wie sie ist. Das ist, weil viele Leute nicht das geben, was sie geben könnten. Because you cannot give what you don't have. Und weil man eben nicht das geben kann, was man nicht zuerst besitzt. But you can give what you have, and when you have your integrity and your love for life. Aber man kann das geben, was man hat, und wenn man die Liebe zum, also Integrität hat und die Liebe zum Leben hat. That is what we've been grateful, and that's what generation is talking about, you know. Not only in the Toltec, but different generations, different kids, you know, they're just speaking their truth. Und das ist das, was die Generationen, über das sprechen sie, sind nicht nur die Tolteken, auch die Kinder. Es ist einfach die Sprache der Wahrheit. Wir müssen einen Moment unterbrechen. Ja, wir haben das. Liebe Zuschauer, wir könnten noch weitermachen, ganz klar, aber wir müssen kurz in die Werbung gehen, um Ihnen dann die restlichen drei Versprechen natürlich noch zu definieren. Auch die Bücher und das, wo Sie José und Don Miguel in Kürze sehen können. Bis gleich nach der folgenden Werbepause. Naturschallwandler, ein Hochgenuss der Klänge, Musik vollendet genießen, ein Hörerlebnis der besonderen Art. Vereinbaren Sie einen Termin und erfahren Sie die Musik der anderen Art. Wir sind wieder zurück bei timetodo.ch. Heute bei mir zu Gast Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz und als Übersetzerin Susanne Züger. Wir haben viel gehört davon, wie wir uns als Menschen eigentlich dahin stellen können, wo wir hingehören, dass wir unser Leben wie ein Künstler selbst gestalten, dass wir unsere inneren Stimmen hören und, wie José Ruiz gesagt hat, dass wir den Weg des positiven Sprechens gehen, den Weg der Liebe gehen. Wenn Sie noch viel mehr hören wollen davon, was Don Miguel und Don José zu sagen hat, dann können Sie sie sehen in Zürich im Kongresshaus am 23. Juni. Wir blenden mal kurz das ein. Don Miguel Ruiz und Don José Ruiz sind im Kongresshaus am 23. mit ihrem Vortrag
The Agreement of Life, der Weg zu Freiheit und Würde. Sonntag, 23. Juni von 18 bis 21 Uhr mit anschließender Signierstunde im Kongresshaus in Zürich. Wenn Sie Karten haben wollen, dann über die bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel über www.ticketcorner.ch. Und dort findet der Vorverkauf statt. Sollten Sie natürlich noch eine Frage haben, können Sie sich gerne an Time to Do wenden. Sie kennen meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Gerne leiten wir das weiter. So, und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir natürlich dazu. Wir haben über das erste Versprechen bereits gesprochen. Nun fragen wir mal Don Miguel, was das zweite Versprechen ist, was in seinem ersten Buch erwähnt ist. Okay, we have talked about the first agreement. And now we would like to talk about the second agreement that you mentioned in your book. And what is this about? Okay, well, the first four agreements is an introduction to the way of life of the artist. Right. Then, also das, die vier Versprechen, das ist eine Einführung, eine Einleitung in das Leben eines Künstlers. Then the most important one is the number one, be impeccable with the word. Und das Wichtigste ist das Erste, dass man seine Worte mit Bedacht wählen wollte. Es sollte. He actually meant the second, yeah. The second promise. Uh-huh. Yes, but I need second to agreement. Okay, sorry. Uh-huh. Because with that we create the story of our life. Weil mit dem kreieren wir die Geschichte unseres Lebens. Then this, the second agreement is don't take anything personally. Und das zweite Versprechen ist, nehmen Sie die Dinge nicht persönlich. Yes, it's based that because we create our own story. Everybody that we know is just a character in the story that we create. Das ist so, weil wir kreieren unsere eigene Geschichte und jede Person ist ein Darsteller in unserer Geschichte. But we are only a secondary character in the story of everybody else. Aber wir sind nur zweite, also Nebendarsteller in der Geschichte von anderen Menschen. Then when we don't take things personally, that gives us an immunity in the interaction that we have with anybody else. Weil wenn wir die Dinge nicht persönlich nehmen, dann gibt das uns einen gewissen Bewegungsspielraum im Umgang mit anderen Menschen. And I know that most of the people say that this is the most difficult one. Und ich weiß, dass die meisten Leute, die sagen, das ist das Schwierigste. Because it's easy to understand, but to apply it is a little difficult. Weil das ist zwar leicht zu verstehen, aber es anzuwenden ist ziemlich schwierig. And the reason is because we make a habit to take everything personally. Und der Grund ist, dass wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, alles persönlich zu nehmen. And to break a habit is a little difficult. Und eine Gewohnheit, sich abzugewöhnen, das ist schon ein bisschen schwierig. Then the third one is don't make assumptions. Und das dritte Versprechen ist, machen Sie keine Vermutungen oder Annahmen. This one is based in the function of the human mind, the function of knowledge. Und das basiert auf der Funktion des Wissens. Also in unserem Denken spielt sich das ab. Because knowledge speaks in our head. Weil das Wissen, das spricht in unserem Kopf. With voices that no one can hear but us. Mit Stimmen, die niemand hören kann, nur wir selber. And we call it thinking. Und das nennen wir Denken. And we are thinking all the time. Und wir denken die ganze Zeit. And all those thoughts are mainly made by assumptions. Und all diese Gedanken, die sind das Ergebnis, meistens das Ergebnis von Vermutungen. Then we create all that kind of stories that only exist in our mind. Und dann kreieren wir all diese Geschichten, die nur in unserem Kopf existieren. But when the truth arrives, all those assumptions will fall apart. Aber wenn die Wahrheit kommt, dann werden all diese Annahmen und Vermutungen, die werden wegfallen.
then when we don't make assumptions that give us immunity in the interaction that we have with ourselves. Denn wenn wir keine Annahmen mehr machen, dann gibt uns das diese Freiheit, in die richtige Richtung zu gehen. And the fourth one is my favorite one. Und das vierte Versprechen, das ist mein Lieblingsversprechen. Because it's the action. Weil es ist die Aktion, die Handlung. The three first only exist in the level of our mind. Die ersten drei, die bestehen nur auf dem Niveau, auf der Ebene der Gedanken. Also. Ja. Und die vierte, das ist eben die Handlung. But the fourth one is the practice. Und das vierte ist die Übung. Das we always do our best. Und das ist, wir sollten immer unser Bestes geben. Then we can see that thanks to this four agreement, agreement number four, und dann können wir sehen, dass dank diesem Versprechen 4 we create all the civilizations that ever exist in the planet Earth. Haben wir all die Zivilisationen erschaffen, die jemals auf unserer Erde bestanden haben. Since the Egyptians, the Sumerians, the Greeks, the Romans, every single civilization. Es ist egal, die Ägypter, die Griechen, die Römer. Until now. Und das bis jetzt, ja? The computers. First exists in our mind with the action we make it real, we manifest it. Und auch die Computer, zuerst waren da die Gedanken nur in unserem Kopf und dann haben wir es umgesetzt, dann ist es real geworden. Then with these four agreements is the introduction to the way of life of the artist. Weil diese vier Versprechen, das ist die Einleitung zum Leben eines Künstlers. And after years of practice, then the fifth agreement comes and completes the training. Und nach Jahren vom Einüben kommt dann das fünfte Versprechen und beendet diese ganze Übungsphase. And this is the book that my son wrote, the fifth agreement. Und das ist das Buch, das mein Sohn geschrieben hat, das fünfte Versprechen. Dann wollen wir den Zuschauern erst nochmal das erste Buch zeigen. Ich habe das gerade auf meinem Monitor, wenn das die Regie einmal einblendet. Die vier Versprechen, das können Sie in jeder Buchhandlung beziehen. Wenn Sie es wollen, gehen Sie zur Buchhandlung. Eine besondere Überraschung haben wir noch zum Ende der Sendung, komme ich aber später nochmal drauf. Und jetzt fragen wir mal Don José Ruiz. Wenn der Vater die ersten vier Versprechen geschrieben hat, was hast du als fünftes noch hinzugefügt? So if your father wrote the first four agreements, what could you add by writing the fifth agreement? Well, it's when play gratitude, you know. It's like after reading all the four agreements and leaving them. Das ist auch, hat mit Dankbarkeit zu tun. Nachdem ich die vier Versprechen gelesen habe, it was time, you know, like having a fast car. I had to get, that was knowledge was like a fast car and I had to get there to drive it or nothing was going to happen. Und das war so wie ein schnelles Auto. Ich hatte mit diesen vier Versprechen hatte ich ein schnelles Auto und jetzt musste ich das auch noch fahren. And then the only thing that was stopping me from driving that. Und dann das Einzige, was mich daran gehindert hat, das zu fahren. Was all the doubts that I had in my head. Waren nur die Zweifel, die ich hatte in meinem Kopf. Now applying it to life, I was thinking, well, I'm not good enough. Dass ich zum Beispiel dachte, ja, ich bin da nicht gut genug. I cannot change. Ich kann nicht mich verändern. I'm not meant for love. Die Liebe ist mir nicht bestimmt. And then is when I discovered. Und das ist da habe ich das entdeckt. It's time to be skeptical, but learn to listen. Es ist Zeit, kritisch zu sein und genau hinzuhören. Not be skeptical in a social position that I'm more intelligent than anybody else, no. Nicht so kritisch, dass man sich denkt, irgendwie, dass man besser ist als alle anderen. Maybe skeptical of my own negativity. Dass man kritisch ist seiner eigenen Negativität gegenüber. And when I start applying that, und als ich angefangen habe, das anzuwenden, my life began to change. Hat sich mein Leben zu verändern begonnen. And I got pushed into this position. Und ich wurde wie in diese Position gedrängt. Because when my father had the heart attack and I think he was dying. Weil als mein Vater das Herzversagen hatte und ich habe gedacht, er würde sterben. I know there was no time to waste any longer. Und da war mir ganz klar, es gab keine Zeit mehr zu verschwenden. And I decided to practice the Toltec tradition.
Und ich habe mich entschieden, die Toltec-Tradition anzuwenden. Not in blind faith, but taking action. Nicht nur im Glauben, sondern eben auch, indem ich aktiv handeln würde. And then in the Toltec tradition, there's nothing to learn. Dann in der toltekischen Tradition, da gibt es nichts in dem Sinn zu lernen. But it's to unlearn. It's to unlearn. Es geht darum, dass sich die Dinge wieder abzugewöhnen. All the negative language that I learned all my life. Zum Beispiel die ganze negative Sprache, die ich mein ganzes Leben gelernt hatte. We can just think about it. If an artist is happy, he's inspired, he'll create. Weil man muss sich so vorstellen, wenn ein Künstler glücklich ist, dann kreiert er. But if an artist is uninspired, he will not create. Aber wenn ein Künstler nicht inspiriert ist, wird er nichts erschaffen. In this world we live in, reality is called depression. Und in diesem Leben, wo wir leben, es ist so wie eine Depression. It's the ultimate way that we do not respect ourselves. Und das ist dann die Endphase von dem, dass wir uns selber nicht achten und respektieren. So when my brother had children, als mein Bruder Kinder hatte, I didn't want them to see their uncle being victim. Dann wollte ich nicht, dass sie sahen, wie ihr Onkel ein Opfer ist. So I had to get over that negativity. Also ich musste diese Negativität überwinden. So I can offer my presence to them. So dass ich meine Gaben auch ihnen zur Verfügung stellen konnte. Like my father did to me and my grandmother did to me. So wie meine Großmutter das und mein Vater das für mich getan hatten. And something that I learned a very important point is that if they didn't educate me. Und etwas, was ich gelernt habe, ein sehr wichtiger Punkt, wenn sie mich nicht so erzogen hätten, somebody else would. Dann hätte es jemand anders getan. And someone else tried. Oder jemand anders hätte versucht. And I believed those lies. Und ich hätte diese Lügen geglaubt. But I can feel their love, their presence. Aber ich konnte ihre Liebe spüren und ihre Gegenwart. And that's exactly what I have to offer for the kids, my presence. Und das ist genau das, was ich auch den Kindern anbieten möchte. And every human makes their own life, their own art. Und jeder Mensch macht sein eigenes Leben, seine eigene Kunst. And that's a beautiful thing. Und es ist was Schönes. So when someone asks me, how can this be possible? How can I change? It's so difficult. Und wenn jemand mich fragt, wie ist das möglich? Das ist so schwierig, sich zu verändern. And I say, it's so simple, but we don't want to take action. Dann sage ich, es ist so einfach. Du musst einfach handeln. Because the more negative way, they don't want to take action because in that point they disrespect themselves and they believe in all these lies. Weil diese Negativität oder diese negative Art ist, wenn man keine Handlungen machen will, wenn man nicht handeln will, dann respektiert man sich selber and nicht. And they're afraid to look into the mirror to say their honesty and apply their discipline. Und sie haben Angst, sich im Spiegel zu betrachten, weil die Ehrlichkeit dort nicht zu finden ist. That's why if you're skeptical, but learn to listen with the impeccable word. Deshalb sollte man kritisch sein und lernen, genau zuzuhören. You cannot live that way any longer. Man kann so nicht mehr weiterleben. It's like wearing shoes that don't fit. So wie wenn man etwas, wenn Schuhe nicht passen. So this is the best way we can do action. And one day when my father was in the hospital bed, I asked him, what is the best way I can repay you? Und als mein Vater im Spital war, habe ich ihn gefragt, was ist die beste Art, wie ich dich das wieder etwas zurückgeben kann? And he said, it was so easy, just help me to change the world. Er sagt, das ist so leicht, hilf mir einfach, die Welt zu verändern. And I went, no, hold it, I don't want that responsibility. Er sagt, nein, diese Verantwortung will ich dann nicht übernehmen. No, but then he says, no, help me to change your world. Und er sagt, hilf mir, die Welt zu verändern. Every time you think that you're not perfect, that you're not beautiful, that you're disrespecting, you're unhappy. Jedes Mal, wenn man denkt, man ist selber nicht perfekt, man ist nicht schön, dann respektiert man sich nicht und man ist unglücklich. Help me to change the world and I don't even have to know. Und, yeah, sorry, you have to say. Help me to change the world and I don't even have to know, and that's the best way you can say thank you to me. Okay, einfach hilf mir, die Welt zu verändern und ich muss gar nicht mal wissen, wie. Das ist die beste Art. Wenn ich diese Ausführungen jetzt gehört habe,
dann, ich habe viel gelesen, Dinge, die höre ich, die stehen in den Prophezeiungen der Hopis drin. Dinge, die ich höre, zum Beispiel die Überlieferung, von der man denkt, sie kommt aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, auch auf deine Worte, sie werden zu deinen Handlungen und so weiter. Eigentlich wissen die Menschen ja alles. Warum tun sie es nicht? Okay, so when I've heard you talk, there are things that he has come across in different books, for example, by the Hopi Indian tribes, etc., that you have to be careful with your words, you have to pay attention to what you say, because your words can eventually become actions. And he thinks, you know, people know all this, they are aware of all this, but why then don't they act? Well, it's extremely simple. Das ist sehr einfach. This is the way we learn to act in society. Weil das ist die Art und Weise, wie wir gelernt haben, in der Gesellschaft zu handeln, zu funktionieren. And fear becomes one of the biggest obstacles. Und die Angst wurde zu einem der größten Hindernisse. And we create all those limitations. Und wir kreierten all diese Begrenzungen, that stop us to be where we really are. Die uns daran hindern, das zu sein, was wir wirklich sind. Because all those limitations really are the ones that we put to ourselves. Weil all diese Limitations, all diese Begrenzungen, das sind Sachen, die wir uns selber auferlegen. And this is because we believe in their judgments and their opinions. Und das Problem ist, dass wir dann an die Meinungen und an die Urteile der anderen glauben. And when we do that, we feel that we are not worth it, that we are not strong enough, intelligent enough, that we cannot make it. We become victimized from ourselves. Ja, und wenn wir das tun, dann, wenn wir eben auf die anderen hören, dann haben wir das Gefühl, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir fast eine Art wertlos sind, dass wir nichts können und so weiter. Dann, das ist der Anfang, wo wir zum Opfer werden. Then if we don't have the awareness, we cannot change anything. Weil wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, können wir gar nichts verändern. But as soon as we have the awareness, we can take control of our own life. Aber sobald wir dieses Bewusstsein haben, dann können wir anfangen, Kontrolle über unser Leben zu gewinnen. Then at that point we make every single decision of our life. Weil zu diesem Zeitpunkt fangen wir dann an, jede einzelne Entscheidung selber zu treffen. And many times we need to be careful with our own opinions. Und manchmal gibt es natürlich Situationen, wo wir vorsichtig sein müssen mit unserer eigenen Meinung. Because we can have that power of suggestion. Weil wir können schon diese Macht haben, Leute zu beeinflussen. Can influence people in the negative way. Wir können auch Menschen auf negative Art beeinflussen. And this is when we find corruption. Und das ist dort, wo wir auf Korruption stoßen. And all the different ways of humanity. Und all die verschiedenen Arten in der Menschheit. Corruption in spirituality. Zum Beispiel Korruption auch in der Spiritualität. Corruption in politics. Korruption in der Politik. In religion. In der Religion. In sports. Im sportlichen Bereich. Almost in everywhere. Fast überall. Because when we have certain authority without awareness. Aber wenn wir uns diesem Bewusstsein, wenn wir das wirklich kennen, wenn wir das haben, we can influence so many people. Dann können wir so viele Menschen beeinflussen. And of course, all what I'm saying right now is neither good or bad or right or wrong. Und all das, was ich jetzt sage, ist weder schlecht noch gut, weder richtig noch falsch. It's just the nature of humanity in this given time. So ist einfach die Natur des Menschen zur jetzigen Zeit. Which is much, much better than 50 years ago. Es ist, was viel besser ist als noch vor 50 Jahren. 100 to 200 years ago. Oder 100 oder 150 Jahren. Or 1000 years ago. Oder vor 1000 Jahren. Then we really changing. People are getting more aware.
weil wir sind uns wirklich am Verändern und Menschen werden sich zunehmend bewusst. And we can see all those changes in science, technology, psychology, education. Ja, wir können auch all diese Veränderungen in der Wissenschaft, in der Psychologie, im Erziehungsbereich erkennen. And it's exactly our goal to affect in these directions, to make a better world. Und das ist genau unser Ziel, das zu beeinflussen, also das zu eine Auswirkung dort zu haben, um dann eine bessere Welt zu haben. But always need to start with ourselves. Aber wir müssen immer bei uns selber beginnen. Because we cannot give what we don't have. Weil wir nicht geben können, was wir nicht verinnerlicht haben. Because if we don't have justice with ourselves, how can we try to find justice outside? Weil wir, wenn wir uns selber gegenüber nicht gerecht sind, wie können wir die Gerechtigkeit im Außen finden? And we punish ourselves for something that we didn't do, it's injustice. Und wir bestrafen uns für etwas, das wir gar nicht getan haben. Das ist Ungerechtigkeit. Just because we have all those opinions and judgments against ourselves. Einfach weil wir all diese Meinungen und Vorurteile uns selber gegenüber haben. Then we can carry all the shame, all that guilt. Dann haben wir dieses Gefühl von Scham oder Schuld. That is keeping us in depression for so long. Und das kann uns in einer Depression halten für über längere Zeit hinweg. Just because we don't have the awareness that it's not our fault. Weil uns das Bewusstsein fehlt, dass das eigentlich seine eigene Schuld ist. Then how can we pretend to love and respect everybody else when we don't love and respect ourselves? Dann wie können wir vorgeben, andere zu respektieren und zu lieben, wenn wir uns selber nicht lieben und respektieren? Then when I go around the world and ask, please help me to change the world. Und wenn ich reise und die Leute fragen, bitte helfen Sie mir, die Welt zu verändern. I'm not talking about society. Ich spreche nicht über die Gesellschaft. I'm talking about the world that we create personally. Sondern ich spreche über die Welt, die wir persönlich kreieren. That you change your own world and the result will be your joy, your happiness. Sondern dass wir unsere eigene kreierte Welt verändern, das ist dann der Anfang vom Glücklichsein. And nobody but you know what is what you like and what you don't like. Und niemand außer einem selber weiß, was man mag und was man nicht mag. Nobody really have the right to tell you how you have to live your life. Und niemand, wirklich niemand hat das Recht, einem zu sagen, wie man sein Leben führen soll. And what you have to believe or how you have to behave. Und was man glauben muss und wie man sich zu verhalten hat. That is getting you to your own freedom. Das ist einfach eine Sache des Menschen, das ist seine persönliche Freiheit. To be yourself, whatever you are. Man sollte sich selber sein, egal wie man ist. It's just pure common sense. Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. It's the new way of psychology. Das ist der neue Weg der Psychologie. That is exactly the reason why I start being a surgeon. Why I stopped being a surgeon? Yes, that's the reason why I stopped being a surgeon. Right. Das ist auch der Grund, weshalb ich aufgehört habe, als Chirurg zu arbeiten. Because I want to focus all my intent into psychology. Weil ich mich voll und ganz auf die Psychologie konzentrieren wollte. And took me 10 years in order to be ready to write the 4 agreements. Um dann nach einiger Zeit in der Lage zu sein, diese 4 Versprechen zu schreiben. Then I never really went away from science and technology. Aber ich bin dann nicht wirklich weg abgewichen von Wissenschaft und Psychologie. Das ist ja immer der Masterpunkt, dass wir in dem, was du schon mehrmals gesagt hast, in einer Gesellschaft sind, die von außen vorgibt, wie wir Menschen zu sein haben. Ja. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, wir haben noch 2 Minuten. Oh mein Gott. Also, wir haben noch 1 Minute. Yes. Okay, we have to hurry up a bit. We only have 1 minute left. So, then,
I must say, thank you very much for coming to my show. It's very pleasure to hear. I wish you all the best on your tour on the 23rd of June in Zürich. And liebe Zuschauer, für Sie, 23. Juni, der Vortrag in Zürich im Kongresshaus von Don Miguel Ruiz und Don José Ruiz. Wenn Sie die Bücher haben wollen, haben wir noch etwas Besonderes. Sie erhalten 5 Bücher handsigniert und 5 Tickets für diesen Vortrag, den die Agentur, die die beiden unterstützt, uns zur Verfügung gestellt hat. Schreiben Sie, SMSen Sie, E-Mailen Sie. Alles das, was zuerst ankommt, an die verteilen wir die. Und morgen Abend in meiner Aktuellsendung werde ich das noch einmal wiederholen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder bei uns waren. Einen schönen Abend und eine wunderbare Nacht. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.